Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Ich suche gerade die perfekte Position. Ja, wir spielen heute Minecraft. Ich mache übrigens gerade eine Videoaufzeichnung über YouTube, falls da irgendwas anderes da ist. Dann melde ich mal an. Ja. Gestern mit dem LP von Dream da war, bei Alan Superball, hat er danach nochmal eine halbe Stunde Minecraft gespielt. Draußen hat es gewittert und die Xbox hat einen Kurzschluss gemacht. Immer so als Information. Und da habe ich das alles gegoogelt, wie das richtig wird. Und jetzt geht das wieder zum Google. Das war richtig ein Schock. Ja, ich habe heute früh schon ein bisschen rumgespielt. Wir haben nämlich eine Überlebenswelt. Jetzt machen wir aber kurz Creative an, damit ich da ein bisschen was Besseres bauen kann. Ich habe heute nämlich heute früh angefangen, eine Oase zu bauen. Ich zeige euch erstmal das ganze Gebiet hier. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr riesig. Oh mein Gott, der fetteste Chunkbox der Welt. Wo wurde gar nicht gleich so ein Chunkbox? Ja, das ist das ganze Gebiet und das ist noch so unterirdisch wie möglich. Es geht da lang unterirdisch. Sieht richtig sehr cool. Ja, das ist schon flach aus dem Wurm. Ich fliege einfach mal über die Map. Ich würde das mal einfach mal erkunden oder wie der eigentlich ist. Also, Grün, falls du das Video siehst, jetzt den Namen mal an dich. Das werde ich dir vielleicht auch nochmal zeigen, was hier alles so ist. Ich hoffe, hier ist kein Mobspawner. Den werde ich einfach sofort umhauen. In diesen Höhlen sind meistens irgendwelche Mobs gespawnt. Und diese Sitte, die sind eigentlich sehr selten. Weil die das jetzt durch Berg gehen. Der Und da sieht man dann nämlich schon unseren Turm. Das ist richtig cool, ey, dieses Feature. Das ist richtig cool, dieser Turm, den habe ich im Creator. Also ich habe mir ja viel gecheatet im Creator. Und so. Ja. Dürms Haus, über Linzwelt. Hier ist der Hoch auf der Dachterrasse und hier kann man in einen Turm reingehen. Also das ist alles wirklich jetzt so normal gebaut. Alles im Überlebensmodus gebaut. Hier also dann so ein kleines Schwimmbad, eine Schwimmbadhöhle. Da war noch so eine Höhle in dem Berg drin. Dann geht's hier ganz tief weit runter. Und hier geht's dann in die Oase, die ich jetzt weiterbauen will. Habe ich alles schön mit Sandstein und so gemacht. Das will ich jetzt noch weitermachen mit Sandstein. Wir sind nämlich wirklich. Das kann ich jetzt wieder in die Kiste rumpacken, bevor ich mich irgendwie. Jetzt cheater. Ich
Nicht so gut, dann kann ich hier mal ein Stück mit ab. Ich hätte noch ein paar Stacks Diamanten. Ich habe wirklich hier sehr, sehr viel gecheatet. Das. Das geht sehr, wenn wir das einfach machen. Das ist einfach so wichtig. Ich gehe mal kurz nochmal in das Meta. Ja, ich möchte mal alles noch einmal abgeschlossen haben. Das habe ich auch die Piste hier. Hier, das ist per Hand alles abgebaut. Das geht mir jetzt quasi hier runter drin. Dann habe ich eine Lava. Oder Bedrock. Ja, denkst du? Oh, wo ist meine richtige Welt? Scheiße. Ich soll nochmal in den Meter, schalten wieder zurück. Und ich liebe es, ich bin so am Schnee. So. Mist. Oh, ich merke nochmal in den Meter gesagt. Wenn ich mal regeneriert, da übelst du das neue Meta-Portal. Mist. Was soll ich denn jetzt hier hin? Was soll ich denn damit anfangen? Oh Mann.
immer, ich speichere jetzt einfach nicht. Nur speichern. Okay. Das habt ihr ja bestimmt schon alle gesehen. Jetzt würde ich nämlich gerne erstmal zubauen hier alles. Das Kabel und die Stone. Ist mir nämlich nicht ganz so leer. Mir ist nicht ganz so gut. Ich werde hier sogar sprengen. Der ist nämlich direkt der Kistenraum. Ich bin froh, dass der jetzt noch intakt ist, der Kistenraum. Naja, erstmal egal. Wir gehen mal gucken. Ase, wo war die, wo war die, wo war die? Hier war die. Schöne Oase. So, dann. Und nicht. Wir haben alles voller Pflanzen. Dann steigen. Geschwindigkeit schon übelstes viele Zeug. Ich bin ein Schwender. Ich will da runter dann auch Glowstone bauen, sodass die Kuppel leuchtet. Unter diese Kuppelanlage will ich dann noch Glowstone. Die nur leuchtet. Das ist ein schönes Kern. Ich wollte heute mal ein bisschen bleiben, weil ich habe nur 10 Minuten. Ich würde sagen, der Warnschuss dann erst noch wieder hochstellen. Warte, nur schnell die Kuppel vor. Ich hasse es. Naja, dann gehe ich mal auf den Schwanz. Ja.
Egal, ihr habt überhaupt dann die Schneewelt. Ich würde es gerne mal suchen. Ach, ich hab den. Schneewelt. Warum hast du kein freies Schneewelt? Und dann sage ich, hallo? Ja. Wo ist meine Maus? Ich sehe die Maus nicht mehr. Da.